Seit 8 Monaten führt Russland nun Krieg in der Ukraine. Wie viele Menschenleben hat das inzwischen gekostet? Die Angaben über die Verluste beider Länder gehen weit auseinander. Was wer behauptet, wie realistisch das ist und wieso es so schwierig ist, verlässliche Zahlen zu bekommen, das erfahrt ihr jetzt. Der ukrainische Generalstab veröffentlicht täglich Zahlen zu allen Verlusten der russischen Streitkräfte. Seit Russlands Invasion hat die Ukraine demnach 66.650 Soldaten getötet, 2.567 Panzer und 269 Flugzeuge zerstört. Die Ukraine hat natürlich ein Interesse daran, die Zahlen möglichst hoch erscheinen zu lassen. Allein um die Moral der eigenen Soldaten hochzuhalten. Die offiziellen Zahlen aus Russland hingegen weichen erheblich von den ukrainischen ab. Das russische Verteidigungsministerium hat bisher überhaupt nur dreimal seit Kriegsbeginn Zahlen herausgegeben. Das letzte Mal am 21. September. Da hieß es, 5.937 Soldaten seien bislang gefallen. Das ist wohl auch Wunschdenken. Wie das russische Investigativportal iStories unter Berufung auf einen Agenten im Inlandsgeheimdienst FSB und einem ehemaligen Staatssicherheitsbeamten berichtet, gelten inzwischen 90.000 russische Soldaten als unwiederbringliche Verluste. Das heißt in dem Fall aber nicht nur getötet, sondern bezieht auch Soldaten mit ein, die verschwunden, in Gefangenschaft geraten oder so schwer verletzt sind, dass sie nicht mehr einsetzbar sind. Das US-Verteidigungsministerium geht von ähnlichen Zahlen aus. Im August schätzte das Pentagon, dass 70.000 bis 80.000 russische Soldaten verwundet oder getötet worden sind. Auch das britische Verteidigungsministerium hatte im September herausgegeben, dass man von einem Verlust von mindestens 80.000 Soldaten ausginge, von denen dann etwa 25.000 getötet worden sein sollen. Vor dem Krieg zählte die russische Armee laut dem Military Balance Report 900.000 Soldaten. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Zahlen des Investigativportals iStories stimmen, dann hätte Russland nach 8 Monaten Krieg etwa 10% seiner Streitkräfte verloren. Eingesetzt haben soll Moskau in der Ukraine bis Ende September an die 200.000 Soldaten. Das wiederum würde bedeuten, Russland hätte fast 50% der Ukraine-Truppen verloren. Das würde natürlich auch die Teilmobilmachung erklären. Die eigenen Verluste gibt die Ukraine nicht im täglichen Update heraus. Die letzten Zahlen kamen Ende August. Damals sprach der Chef der ukrainischen Streitkräfte von 9.000 getöteten ukrainischen Soldaten. Nicht verwunderlich, dass die Zahlen aus Russland wieder deutlich höher sind. Ende September hieß es, 60.000 ukrainische Soldaten seien getötet worden, hinzu kämen 50.000 Verletzte. Damit hätte die ukrainische Armee, die anfangs aus mehr als 200.000 Soldaten bestanden haben soll, rund die Hälfte ihrer Streitkräfte verloren. Neben den Soldaten kommen bei den russischen Angriffen auch etliche Menschen aus der Zivilbevölkerung ums Leben. Die Vereinten Nationen geben regelmäßig Zahlen heraus. In dem Bericht vom 17. Oktober heißt es, seit Kriegsbeginn wurden 6.306 Menschen getötet und 9.602 verletzt. Ihre Zahlen beruhen auf Fotos und Behördenangaben, die dann aber noch durch Zeugenberichte und Besuche an Tatorten verifiziert werden. Dieser ganze Prozess, die Todesfälle zu überprüfen, das kann dauern. Und die UN sagt selbst, diese Zahlen dürften viel zu niedrig sein. Sich selbst möglichst stark präsentieren und den Gegner schwach aussehen lassen. Wenn Kriegsparteien etwas veröffentlichen, verfolgen sie damit immer ein Ziel. Und das ist meist wichtiger als die Wahrheit. Unabhängige Quellen gibt es im Krieg kaum. Genaue Zahlen sind nur schwer zu ermitteln, vor allem solange noch gekämpft wird. Der Blog Oryx, eine niederländische Website für Verteidigungsanalysen, zählt die zerstörte Ausrüstung mit Hilfe von Fotos und Videos. Aber nicht jedes Bild lässt sich eindeutig dem Krieg in der Ukraine zuordnen. Dieses Verfahren ist also extrem fehleranfällig. Auch mit Hilfe von Satellitenaufnahmen lassen sich die Verluste der Ausrüstung auswerten. Zerstörte Fahrzeuge zum Beispiel kann man gut erkennen. Bei Soldaten, die getötet, verwundet, entführt oder vermisst sind, geht das natürlich nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Update-Kanal.